noch mal in die Bank rein, ob du jetzt auch wirklich alles abgeholt hast und alles bezahlt, nicht, dass da wieder Stress gibt. Nö, nichts drinne. Jetzt nochmal den mit dem Wasserfass holen. Wird damit nochmal zur Zellstoff fahren. Da passt wieder Wasser rein. Dann kann ich auch gleich Aber den wir Trecker. könnten, ach so, Quatsch, ich wollte doch eigentlich hier. Oder wolltest du das machen, Speedy? Ne, ich muss kurz was einstellen hier. Irgendwas stimmt bei meiner Lautstärke hier nicht. Wollen wir das so ja dreschen? Also spielt keine Rolle, ob wir mit 100% oder mit 71% dreschen. Der Ertrag bleibt exakt derselbe, ne? Ja. Ja, dann dreschen. Ja, das kann ich dann ja machen. Dann fahr ich düngen. Oder soll ich Wasser fahren? Ja, das ist ganz gleich. Weil ich würde jetzt, wie gesagt, Wasser fahren, dann würde ich den einen Trecker gleich. Schieb mal mit der Winde, da kommt das Alpha. Da ist aufgebockt. Muss die Zeit gestellt werden? Ich glaube ab 21 Uhr, ne? Ab 21. Oder? Nee. Da warte, hinten muss ich. Jo. Ne, vom Baby, komm. Dann würde ich die Holz gleich noch die Hänger bereitstellen zum Abladen oder Ablagern der Paletten, Leerpaletten, Papier und Karton. Da ist ja auch nicht mehr so viel Platz und wenn die Zeit dann gleich hochspringt. Dann sollten wir auch geduscht haben uns. In Nacht nämlich die Probleme, dass wir dann nicht mehr auf die Felder kommen. Gut, mit dem Pflegebereich schon, aber. Ne? Ja, was läuft aber trotzdem zu schnell. Kann ich jetzt. Grundgewicht kann ich kein Wasser einladen, ne? Aber ich kann noch nicht düngen. Ich sehe zwar Dünger, guck du auf dem Feld, aber der Zustand ändert sich nicht, oder? Verändert sich der Boden von heller auf dunkel? Nein. Ja, dann kommen wir noch nicht durch. Ja, du musst ja die Düngertextur musst du ja sehen, theoretisch. Düngertextur sehe ich, aber es passiert nichts. Ja, dann fahr mal so ein paar Meter und dann guckst du dir in die Übersichtskarte. Das dauert ja mal ein bisschen, bis ich das... Welches Feld ist jetzt? 16. Ja, wenn du da vorne stehst, sieh. Kannst, muss ruhig ein größeres Stück reinfahren. Hat sich nichts. No. Ich nehme ihn an nicht. Nee. Okay. Ist ja auch angesät, es muss ja auch erst was wachsen, ne? Ja. Das ist ja noch in der Düngerfunktion, ja. In der ersten Stufe. In der zweiten, je nachdem. Vor allem. War auf der 15, das war früher, ne? 15 ist so, ja. Also 10, 12, 13 und 16 reicht uns an Wochen, wenn wir den abernten. 10, 11? 10, 12, 13 und 16. 11 und 18 brauchen wir nicht mehr. Müssen natürlich abkriegen, ne? Das ist... So Feld 16 und im Rest ist Feld 7, hat gleichen Status. Wir sind dann mit der Menge gleich auf. Ist die Frage, ist wirklich die 35, die wir im Lager haben, könnten wirklich entscheidend sein, dass wir die eher reingekippt haben dann. Ernstlich gucken. Und noch ein Drescher sollten wir kaufen, oder? Auf jeden Fall. Ja, war ja geplant. Was kaufen wir? Das gleiche wieder, oder? Nee, ich würde es gleich nicht kaufen. Ich würde den John Deere kaufen. Er kostet 228 und du kannst ihn abdunkern. Bist auch das New Holland Schneidwerk dran. Das, was wir jetzt dran haben. Ja, weil der hat ja noch so lang. Ja, der bunkert langsam ab, ne, aber egal. Ja, aber den kannst du ja während der Fahrt abtampen. Ach so, das habe ich jetzt natürlich nicht ausprobiert. Ich habe das probiert, ob es geht mit dem Schneidwerk. Der Schneidwerk kannst du jedem Drescher zuordnen. Es ist völlig egal, welchen du hast. Aber das Rohr muss ja reichen.
Ja, das hat, wenn das der ist, den wir im Stand normal hatten, funktioniert ja. Das ist nur ganz, also passt noch gerade so. Das kann schon dir. Ja. Der knickt da hinten ein. Also der Quent, was du gesagt hast, der kostet 400.000. Geht schon dir. Ach, schon ganz, dir. Ganz rechts. Den habe ich probiert. Der ist nicht dabei. Haben wir nicht mehr drauf. Was, der John Deere? Der John Deere ist nicht drauf. Glas sind nicht drauf. Darf auch nicht. Ja, die Glas hatte ich rausgenommen wegen der Dings, wie heißt das? Wegen der Glassamen. Ja, aber die Lohner haben doch schon den John Deere, den Glas, den großen. Nein, die haben den Johannes, den großen. Den Standard. Der 1090, ne? Ja. Den Lexion 55, den habe ich nicht ausprobiert, wie lang das Rohr ist. Das ist zu kurz, das Rohr, das kannst du auch nicht konfigurieren. Die anderen haben natürlich dann eine ganz andere Preislage, ne? Habe ich hier gleich einmal einen Anhänger irgendwo stehen? Anhänger stehen alle, glaube ich, beim Kompass, bei Silage. Ja, ich komme. So, der Winnie hatte hier den Überladewagen noch, ne? Den Sammelwagen, ja. Auf seinem Platz, ne? War es ja fertig, ne? Der steht am Hofsilo. Ein rechts, ein links oder beide auf eine Seite? Du warst ja erstmal fertig, ne? Dann kann ich den erstmal abhängen. Boah, lass ihn. Und lass ihn hier stehen, beide. Das ist ja kein weiter Weg nachher. Boah, die Bremse. Ich habe jetzt schon wieder zwei Zuschauer. Oh. AB Simon. Lukas, alles okay. Spionage hier. Müssen wir an der Holzindustrie noch was machen, oder? Bin da unterwegs mit dem Traktor. Ich werde den Traktor hier, den Altra, dann gleich zum Hof bringen. Dann den Fendt und erstmal noch einen kleinen Anhänger füllen von Hackschnitzel. Kann ich jetzt noch machen? Ja, mal die Produktion durchgucken, wie voll die sind, Paletten vielleicht oder so, oder? Könntest du ja noch mal gucken bei Obst, genau. Ja, Obst, den Kompass oder so. Da habe ich aber nur aufgeteilt mal. Da war nicht ganz so viel dran, ne? Ja, da hatte ich glaube ich irgendwie nur jeweils 15.000 oder so drin. Eierhof bräuchte noch ein bisschen Getreide. 1.000 Tonnen. Boden nur noch 12. Roshi, du hast den Fan, ne? Nein, ich hab jetzt den Waldra wieder. Okay. Und was brauchst du denn? Nee, ich bring den zweiten Waldra zum Hof, hol mir den Fan mit dem einen kleinen Hänger. Und dann bleib ich einfach oben bei der Holz. Weil da oben brauche ich nicht unbedingt den Waldra. Wie sieht das denn so an den technischen Stellen mit Wasser aus? Passt. Also Obstfarmen sind überall noch 15.000 Kompost drin, das kann man locker über die Nacht. Ja. 20 hat man oft gefüllt, ja. Ja, aber notfalls kann man da jetzt nochmal was hinbringen in der Nacht.
wir gerade nichts Besseres haben. Wenn einer mal eine Sekunde nichts zu tun hat, was denn? Kann einer mal hier bitte auf Feld 15 gucken, was genau in der Mitte ist? Unterwegs. Was in der Mitte ist? Ja, getreidemäßig. Also ich habe jetzt irgendwie zwei Getreidearten hier drauf. Kann nicht sein. Geht nicht. Ja, ich meine es, ne? Ich sehe es jetzt beim Vorbeifahren ja zufällig. Alles so, ja, wenn ich drüber laufe. Da, wo du jetzt stehst, Holger. Nee, warte mal noch ein Stück. Ein Stück weiter rein. Alles so, ja. Ja, aber wenn ich hier laut Drescher gucke, ist er Raps drauf, bin ich der Meinung. Nee, ist alles so, ja. Alles, auch alles bei mir ist alles Bodenstruktur. Ja, vielleicht ändert sich das Bild ja gleich. So. Wollen wir das dann, dann trotzdem probieren mit dem mit der Silage? Wir haben nicht genug. Das reicht nicht. Dass wir die zumindest umfüllen in die Hänger und ins Lager schmeißen? Weil wir haben, glaube ich, wie viel haben wir drin? 530, 540, ja? Wo hänge ich denn jetzt hier fest? 60 oder so, glaube ich, ja. Also wie gesagt, ich habe 120.000 drin gehabt und kriege nur 86.000 raus. Okay. Was da, da ich zweimal probiert heute nochmal. Ja, aber bei 10% wären es ja noch 550 würden uns erreichen. Wie gesagt, ich habe von 120 nur 86 auslagern können. Ja, aber Daniel hatte ja mehr. Ja, weiß ich nicht warum. Lass es uns versuchen. Wir machen den, wenn er fertig ist, machen wir den auf. Füll den in die Anhänger. Ab ins Silo damit. So, habt ihr jetzt alle Anhänger mitgenommen, oder was? Ich habe einen. Eigentlich unser Dings bekommt. Förderbänder. Die da vorne an der Seite. Die habe ich da extra weiter weggestellt, weil die das letzte Mal schon Häcksel gut gezogen haben. Ja, die müssen immer weit weg, weg sein, weil der, die haben große Aufnahme. So, die Zeit einmal hoch. Zeit hoch. Ja, macht Dani das? Oder ich? Mach du mal ruhig. Ja, nicht, dass er nochmal zweimal raufdrückt. Werden wir dann sehen. Oh, wie sieht das? Moin, Simon. Haben wir ein Stück vor, Muschen. Palettentransport. Das ist unser? Glaube. Nee, nee. Die anderen. Kann ja mal einer die Karte beobachten, ob sie hier rausholen. Oh, da steht ja immer Bunkersilo geöffnet, ne? Ja. Ja, mit dem Tier. So, ich stehe jetzt hier im Feld drinne und habe hier 71% Raps. Ah. Ja. Aber ich bin jetzt hier gerade am Abbunkern. Ich stelle mich gleich nochmal ins Feld. Alles so, ja, wenn ich drücke.
Bei mir sind Sojabohnen im Drescher. So, Günni, du bist ja bei Holz, ne? Ja. Der jetzt die Produktion richtig vorangehen. Holz, Zellstoff, ja. Soll ich dreschen? Speedy, oder? Ist mir egal, ich kann auch gerne weitermachen. Bei mir ist das alles Soja. So, wo ich jetzt stehe, da ist Raps. Soja, 71%. Ja, aber bei mir steht Raps. Was soll hier denn überhaupt drauf sein? Lochkarte. Weil das müsste dann ja zweifarbig sein. So, laut Bild soll das bei mir Sojabohnen sein. Feld 15. So, und das ist jetzt auch gleich fertig, dann mache ich das gleich auf und fahre, fange ich mal an umzulagern, ne? Jo. So, mal sehen, was der Drescher macht hier. Weil macht er ja aus Raps ja auch ein bisschen Sojabohnen. Ah, hier springt das um. Okay. Bin jetzt einmal mit dem Schneidwerk gegen Raps gekommen, jetzt springt das weg. Zack, ja, jetzt habe ich wieder komplettes Sojafeld hier. So, komm mal rein, ja. Völker. Boah, was macht ihr? Mach nur gerade. Hier leer. Nee, weil der Drescher selbsttätig aber abgebogen ist hier. Oder sind die anderen megamäßig im Palettentransport? Da hat jetzt die erste Ladung Papier auf dem Platz. User joined your channel. Wie weißt du, warum ich in kein Fahrzeugwort reinkomme? Ja, geh mal einmal aus dem Spiel raus und wieder rein. Okay, danke. Okay. User left your channel. Oh Mann, warum habe ich das erzählt? Tschüss. Ankündigung. Da ist es am Legen. Zweite Ladung Paletten. Aber Holger, du kannst ja morgen mal so am Anfang nochmal mal, wo ich, wenn ich mit dem Drescher fahre, gucken, was ich auf der Leistung gezeigt habe. Da ist das ja mit drauf, dass das Raps war. Ja, ich glaube, das ist nicht. Falscher Synchrofehler, würde ich mal sagen, hier, ne? Mhm. So, 120 habe ich jetzt drin, ne? Gleich. So.
toll, in der Innenansicht vom Drescher kann es gar nicht fahren. Dieser schneit weg gar nicht. Ist zu breit. Tun haben wir alle, ne? Was? Tun haben wir gerade alle, ne? Wir können nur Förderbänder. Okay. Ja, was soll ich machen? Ja, du kannst ja theoretisch, kannst du ja bei 15 gleich schon wieder anfangen, so ein bisschen auszusehen, ne? Düngen müssen wir, ne? Düngen müssen wir. Nein, ist doch schon wieder drauf. Bei den Feldern, die fertig sind und gesät sind, jetzt gerade noch fehlten. Ist es eine Stufe hochgegangen? Nee. Wachstumsstufen müssten jetzt extrem schnell gehen. Oder nee, wir haben langsam Wachstum an. Ne? Ja. Ich denke mal, das ist auch der Knackpunkt dann, dass wir in der Nacht ernten werden, wenn alle an der Brücke stehen. Hier ist nichts passiert. Nee, du hattest doch erst die 16 ausgesät, Hoshi, ja, und dann die 11, ne? Erst die 16, dann die 11, ja. Oh, mit 25 Dreschen, okay. Fällt mir. Sechzehn, elf und dann bin ich hochgefahren auf 18. Aber oh, da müsste doch gleich wieder eins sein, was wir auch wieder abernten konnten. Das war ja auch schon irgendwas erntereif, ne? Und zwar anderen drei. Müssen wir auch ernten. Buddy joined your channel. Wie sieht das bei euch aus? Spielt jeder einwandfrei oder habt ihr auch extreme Lags? Das sind durch die Palettentransporte. Transportiert ihr die ganze Zeit oder wie? Weil ich kann teilweise nicht spielen, muss ich ehrlich sagen. Das ist furchtbar. Wir haben damit ein Problem, durch diese Lags haben wir Holzstammpalette vom Dings wieder verschoben und jetzt produzieren wir keine Paletten mehr. Das ist aber äußerst ungünstig. Stopp machen, mal kurz einen Neustart machen. Ich würde tatsächlich meinen ganzen Rechner noch einmal neu starten, weil bei mir scheint es bei uns im Team am schlimmsten zu sein. Bei Jim wohl auch, Salazar meint, bei ihm geht's. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei allen oder ist es überall? Bei mir ruckelt's, aber es geht. Ja, ich hab mal einen Schub mit dem Drescher, dass ich 25 Dreschen tue, dann mal die Kurve nicht kriege, ja. Aber das ist dann mal nach kurzer Zeit wieder weg. Bei mir ist das heute echt extrem schlimm. Also zwischendurch passiert gar nichts, dann passiert mal wieder was. Also, ja, liebe Zuschauer, wir würden tatsächlich dann einmal vorschlagen, dass wir einmal, also ich würde mein System gleich komplett neu starten. Wollen wir das noch mit der Zeit durchlaufen? Naja, es ist fies, ne? Na, dann stoppen wir mal jetzt sofort. Weil wir haben das. Ja, wir haben das gestern schon durch meinen Fehler, da war es auch wirklich mein Fehler, den ganzen Tag in Anführungsstrichen. Jetzt wäre es ein bisschen fies, weil es ohne Absicht war und er natürlich dann voll in die Paletten reingeprescht ist. Und man die einfach verschiebt, ne? Sollst du einmal speichern? Ja, aber ich habe jetzt mal auf 1 runter gemacht auch. Nicht, wenn man ins Spiel reinkommt, dass es gleich weiterläuft. Ja, also wir machen, wie gesagt, einen kompletten Hard-Durchstart sozusagen. Ich mache einmal alle Systeme aus. Bin gleich, also der Stream geht gleich weiter, liebe Leute. Einmal kurz, dann 5 Minuten sind wir wieder zurück. Genau so, okay, mal alle runter. Ich bleib noch als letzter hier. Hast du mal die Server-Performance gecheckt? Ja, ich kann gleich mal gucken. Ja. So, ich bin auch schon mal raus. Ich mache auch schon direkt einen Neustart, denn ne? Ich bin gleich wieder da. Jo. Buddy disconnected from your channel. So, sind alle runter, ne? Ach, no. Ich bin runter. Ja.